Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Uns ereilte gerade die Mail, dass wir uns um die Quartalsnoten kümmern sollen. Und ich dachte, was für eine wundervolle Gelegenheit, euch mal ein bisschen was über Noten in Moodle zu erzählen. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass man die meisten Aufgaben bewerten kann. Aber was macht man dann mit den Bewertungen und wie kriegen die Schülerinnen und Schüler das angezeigt? In dem Video jetzt hier werdet ihr relativ viel verpixelt sehen. Es ist einfach so, weil ich in einem realen Kurs gearbeitet habe, um euch zu zeigen, wie es wirklich aussieht, aber natürlich nicht die Daten der Schülerinnen und Schüler euch zeigen möchte. Ich habe hier beispielsweise die Klausur Nummer 1 und die Rückmeldung zur Textaufgabe der Klausur bewertet. Die Rückmeldung zur Textaufgabe sollte aber keine Punkte in der Gesamtpunktzahl der Note für das Halbjahr, das erste Halbjahr angeben, sondern es sollte eigentlich nur die Klausur Nummer 1 gezählt werden. Wie mache ich das, dass die Schülerinnen und Schüler gewichtet die verschiedenen Aufgaben richtig sehen? Dazu geht ihr hier auf Kursmanagement und dann auf Bewertungen. Ihr seht jetzt hier schon mal, dass alle Bewertungen für alle Aufgaben hier aufgelistet sind für alle Schülerinnen und Schüler. Ihr geht hier oben auf Einstellungen. Und dann seht ihr alle Aufgaben, die ihr im Moment angelegt habt. Und ihr seht auch schon, dass ich die schon in Kategorien sortiert habe. Das heißt, ihr legt hier unten bei Kategorie hinzufügen Kategorien an, könnt dann die einzelnen Lektionen zum Beispiel verschieben in einzelne Bereiche. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel den Kurs optimiert für die Darstellung im ersten Halbjahr. Da waren alle diese Aufgaben. Und alle die hier unten noch gar nicht dabei. Ich möchte jetzt also eine Kategorie hinzufügen, die soll heißen Halbjahr 2. Und dann fange ich da alles zusammen, was mit Halbjahr 2 zu tun hat. Ihr könnt die niedrigsten Bewertungen rausnehmen, das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Dann geht ihr auf Kategorie Gesamt, dann auf Mehr anzeigen. Und dann seht ihr, was soll den Schülerinnen und Schülern angezeigt werden und euch auch. Voreinstellung Note Prozent, also es wird die Note gezeigt und dann die Prozentwert, wie viel Prozent man erreicht hat. Und man kann auch noch sagen, dass das zu einer übergeordneten Kategorie gehört. Jetzt soll das einfach oberste Kategorie sein. So. Und jetzt möchte ich all diese ganzen Dinge hier in erstmal das zweite Halbjahr schieben. Also hake ich die alle an, die zum zweiten Halbjahr gehören und sage, ausgewählte Aspekte verschieben nach Halbjahr 2. Dann macht er automatisch das. Und jetzt habe ich alles hier in Halbjahr 2. Man kann Unterkategorien machen. Ich könnte jetzt also beispielsweise für Projektarbeit was machen. Das wären größtenteils diese Aufgaben. Und für Lektionen, das sind die Sachen, die die Schülerinnen und Schüler jetzt im Fernunterricht machen sollen. Ihr seht hier, dass ich für die einzelnen Bereiche, wenn hier vorne der Haken angehakt ist, dann kann man eine Gewichtung festhalten. Ich habe also beispielsweise mal festgelegt, dass die Klausur ungefähr 20% waren, dann kamen neue Aufgaben dazu, deswegen hat sich das verschoben. Ich könnte jetzt also zum Quartal, müsste ich nochmal hingehen und durchgucken, welche Aufgaben habe ich gerade. Jetzt möchte ich möglicherweise ja auch noch sonstige Mitarbeit erfassen. Das ist relativ wichtig. Ihr habt wahrscheinlich von der Zeit, wo nicht Corona war, eine ganz normale Mitarbeitsnote oder ihr habt jetzt Videokonferenzen gemacht und habt dafür auch Mitarbeitsnoten aufgeschrieben. Das kann man machen, indem man einen Bewertungsaspekt hinzufügt. In Informatik habe ich jetzt während der Corona-Zeit nichts dergleichen gemacht und vor Corona ist Informatik leider ziemlich häufig ausgefallen. Das heißt, ich habe kaum mündliche Bewertungen. Ich kann trotzdem eine hinzufügen, sonstige Mitarbeit. Also ich habe nicht für jeden Schüler einen, aber für einige und das trage ich dann natürlich hier ein. Dann kann ich hier sagen maximal 100, minimal 0. Das heißt, es entspricht der normalen Prozentangabe. Ich würde euch empfehlen, immer Bewertungen als Prozente einzutragen, also immer zwischen 0 und 100. Und das soll jetzt eine Unterkategorie von das soll in Halbjahr 2 liegen. Aspekt. Und dann seht ihr hier, es gibt jetzt hier den Aspekt sonstige Mitarbeit. Ihr könnt einstellen über Bearbeiten, dass einzelne Übungen den Schülerinnen und Schülern verborgen werden. Hier verbergen.
Das habe ich jetzt hier nicht gemacht, weil die das Feedback für die Textaufgabe durchaus sehen sollten. Aber ihr seht, ich habe die Gewichtung auf 0 gesetzt. Das heißt, das wurde nicht mit einberechnet in die ganze Note des Kurses. Wenn man fertig ist mit dem Einstellen, dann kann man eben wieder auf Anzeigen gehen. Und dann sieht man die Liste von allen. Ihr könnt hier über die Plusse und Minusse, können wir es einklappen. Hier sehe ich jetzt zum Beispiel den Gesamtkursnote, können die Schülerinnen und Schüler auch genauso sehen. Wenn ich jetzt sehen will, wie sieht das für die Schülerinnen und Schüler aus, dann gehe ich zum Beispiel auf Teilnehmerübersicht, Anzeigen als Nutzerin und dann kann ich eine einzelne Person auswählen. Und dann sehe ich, wie diese Person jetzt gerade im Moment ihre Bewertungsansicht sieht und welche Noten die sehen kann. Wichtig ist, dass ihr hier diese, was die Schülerinnen und Schüler sehen, auch bei den Einstellungen, Grundeinstellungen, also Setup für Bewertung legt fest, wie gewichtet wird, Einstellungen zur Kursbewertung und Grundeinstellungen für Bewerterübersicht legt halt fest, was man als Schüler oder Lehrer sehen kann. Kursbewertung ist die Sicht der Schüler, Bewerterübersicht ist die Sicht der Lehrer. Genau, so könnt ihr das dann machen. Was noch wichtig ist, ist die Notenstufen festzulegen. Es gibt in Moodle einen Standardnotensatz, das orientiert sich an den Notenstufen fürs Abitur für die Fächer Deutsch-Englisch, die bei den Klausuren vergeben werden, von der Behörde vorgegeben, irgendwie aus dem Jahr 2012. Wenn ihr in der Fachschaft oder aus irgendwelchen anderen Gründen in eurem Kurs andere Prozentwerte für die Notenstufen habt, beispielsweise auch, weil ihr E- oder G-Noten eingeben wollt, jetzt für die Mittelstufe, dann könnt ihr hier Notenstufen bearbeiten klicken. Dann müsst ihr die Voreinstellungen überschreiben. Und dann könnt ihr die einzelnen Noten ändern. Da kann alles eingetragen werden und auch die Prozentwerte geändert werden. Beispielsweise in den naturwissenschaftlichen Fächern solltet ihr das auf jeden Fall tun, weil die Notenstufen in Mathe und Physik und Informatik, zumindest was die Behördenvorgabe anbelangt, anders sind als in Deutsch und Englisch, wenn man sich da an der Richtgabe fürs Abitur orientiert. Bei Anzeigen könnt ihr dann sehen, wie der einzelne Schüler oder Schüler seinen Kurs gerade sieht. Das heißt, ihr könnt hier relativ gut aufgeschlüsselt die einzelnen Aufgaben sehen als Schüler. Man kann sehen, wie viel Prozent man erreicht hat und welche Note das gegeben hat. Was man nicht sieht, ist die Gewichtung. Aber man kann unten die Gesamtnote sehen und ich habe dann meistens ein paar Nachfragen, aber nicht besonders viele. Ich stelle eine Mail rein oder irgendeinen Forumseintrag und sage, ey, ich bin jetzt fertig mit Einstellen, guckt euch eure Quartalsnoten bitte an und dann melden die sich zurück, die Fragen haben. Es gibt immer mal eine Frage, wenn ich bestimmte Dinge stark gewichte und andere wenige und die Schüler sehen aber nicht, wie das gewichtet ist, wie denn die jetzt die Note am Ende zusammenkommt. Wichtig ist auch, dass ihr, wenn ihr in der Ansicht seid und dann hier die Bewerterübersicht habt, dann könnt ihr immer hier diesen Stift anklicken und einzelne Noten ändern. Also eure pädagogische Sicht wird auf keinen Fall genommen. Ihr könnt immer irgendwelche Einzelnoten nochmal wieder ändern oder auch die Gesamtnote ändern. Wenn ihr jetzt sagt, dass für diesen Schüler dann die persönliche Berechnung von Moodle beispielsweise nicht passt und ihr da lieber was anderes geben wollt, dann könnt ihr das machen. Und man kann dann auch immer hier bei Feedback, wenn man, man muss das Überschreiben aktivieren. Und dann kann man bei Feedback immer nochmal eine Anmerkung machen, warum man das zum Beispiel geschrieben hat oder warum man jetzt anders wertet, als der Mittelwert gibt. Dieses Feedback kann von der Schülerin oder dem Schüler aber auch gesehen werden. Das heißt, ihr solltet da jetzt nicht irgendwas reinschreiben, was nur für eure Augen bestimmt ist. Ja, das war's zum Bewertungssystem in Moodle und ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und vielleicht mögen einige von euch ihre Quartalsnoten auf diese Art und Weise mitteilen. Dann spart man sich das Anrufen jedes einzelnen Schülers. Musik